RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Die IGR Remscheid hat das deutsche Rollhockey-Pokalfinale gegen die ERG Iserlohn verloren. Nachdem man am Samstag zu Hause mit 3:4 verloren hatte, gab es am Sonntag eine 5:7 Auswärtsniederlage. Aber die IGR hat sich sehr gut gegen die Iserlohner geschlagen und mit ein bisschen Quäntchen Glück hätte man die Sensation schaffen können. In der gut gefüllten Sporthalle Hackenberg gab es eine spannende Partie, wo die IGR durch Yannick Peinke in der 9. Minute in Führung ging. Aber danach drehten die Iserlohner das Ergebnis, bevor nochmals Yannick Peinke das 2:2 Halbzeitergebnis erzielte. Nach der Pause drehten die Iserlohner auf und zogen in den ersten 8 Minuten der zweiten Halbzeit auf 4:2 davon. Aber die IGR gab nie auf und Yannick Peinke erzielte mit seinem dritten Tor in der 46. Minute das Endergebnis. Durch das 3:4 hatte sich die IGR die Chance auf den DRIV-Pokal erhalten. Am Sonntag fuhr dann die Mannschaft mit Fans zusammen im Bus zum zweiten Spiel nach Iserlohn. Die IGR wollte es versuchen, das Ergebnis vom Samstag zu drehen. Am Anfang sah es auch gut aus, aber die Iserlohner machten in der 14., 19. und 21. Minute drei schnelle Tore. Zweimal Kapitän Carlos Nunes und der überragende Sergio Pereira brachten die Hausherren in deren Drangperiode auf die Siegerstraße. Nach der Pause erhöhte Sergio Pereira mit zwei weiteren Toren auf 5:0 und es sah so aus, dass es jetzt eine herbe Niederlage für die IGR geben könnte. Aber die Mannschaft zeigte in der verbleibenden Zeit große Moral. Die IGR kam auf 3:6 und 4:7 heran, unter anderem durch drei Tore von Julian Peinke und in der letzten Minute machte die IGR das 5:7 perfekt. Ja, wir stehen nach dem Spiel mit Julian Peinke. Glückwunsch zur Medaille, seid Vize-Pokalsieger geworden. Könnt ihr stolz auf euch sein, oder? Klar können wir stolz drauf sein. Ich glaube, hätte keiner erwartet, dass wir hier im Finale stehen. Und mit ein bisschen mehr Glück hätte es anders ausgesehen. Hätten wir vielleicht gewonnen, dann wäre vielleicht was möglich gewesen. Aber das ist halt nun mal der Sport. Was nimmt man denn aus so einem Spiel dann mit, aus so einem Pokalfinale? Wenn man dann nächstes Jahr das nochmal versuchen und nochmal ins Finale? Ja, man macht ja... Also, so nett ist die Familie. Ja, genau. ja klar, will man wieder ins Finale. Also das ist immer das große Ziel und mit ein bisschen Glück können wir das nächste auch erreichen. Marcel Wienberg, Glückwunsch zu einer tollen Saison, toller Abschluss. Stolz auf die Mannschaft, dass man hier das Pokalfinale knapp verloren hat. Ja, also ich bin mega stolz auf die Truppe. Die Saison war insgesamt sehr, sehr positiv. Wir konnten viele junge Spieler integrieren und letztendlich das ganze Ding mit dem Finale krönen, was sie leider knapp verloren haben. Sind Sie dann ein bisschen ärgerlich am Ende, wenn man sieht, wie es in der zweiten Halbzeit heute hier in Iserlohn gelaufen ist, dass man vielleicht sogar die eine oder andere Chance hätte haben können, um vielleicht sogar das Ding nochmal zu drehen? Ja, ich meine Nacht drüber schlafen. Aber jetzt so kurz nach dem Spiel ist ein bisschen schwierig. Aber ich denke mal schon, hätten wir ein paar mehr Chancen genutzt einfach, wäre mehr drin gewesen, um Iserlohn einfach zu ärgern. Aber gut, sollte nicht sein. Wir gehen weiter. Die Fans, auf das Thema muss man ja kommen. Ja. Genial, oder? Ja, also geil. Also mehr als geil kann man dazu gar nicht sagen. Das war einfach genial. Ich weiß gar nicht, wer heute hier Pokalsieger geworden ist. Die Iserlohner oder die Remscheider. Von der Stimmung her war es einfach nur genial und geil. Danke dafür. Ausblick auf die neue Saison. Will man auf diese gute Saison aufbauen? Setzt man sich dann neue Ziele für die neue Saison dann auch? Ja, es wäre jetzt falsch zu sagen, wir stecken unsere Ziele wieder zurück. Wir hatten ja das Ziel gehabt, ein Halbfinale in der deutschen Meisterschaft. Das haben wir nicht erreicht, leider knapp verloren. Wir hatten das Ziel, ein Halbfinale-Pokal, wir haben das Finale erreicht. Wir wollten junge Spieler integrieren, das haben wir auch erreicht. Also wir wollen auch wieder nächstes Jahr wieder in die beiden Halbfinals und weiter in die Jugend mit integrieren. Ja, und einfach mal schauen, was rauskommt. Dankeschön. Gerne.